Hallo zusammen. Weiter geht es heute mit einem zentralen Teil von XML, nämlich XML-Schema. Sie haben XML-Schema kennengelernt als eine Beschreibungssprache, mit der Sie quasi beliebige Dokumente von ihrer Struktur her bauen können. Hier zum Beispiel das Personendokument, das als Wurzelelement die Person hat und als Kindelement zum Beispiel Name, Geburtstag und so weiter. Mit XML-Schema legen wir fest, welche Constraints, welche Bedingungen diese Strukturen haben können, welche erlaubt sind, welche Datentypen hier drin verwendet werden können. In der Übersicht sehen Sie hier, wo XML-Schema angeordnet ist. Relativ weit oben schon. Es benutzt Namespaces. Es ist selbst geschrieben in der Extensible Markup Language, XML. Die wiederum mit Unicode kodiert, beschrieben, aufgeschrieben wird und deren Syntax in XML-Infoset festgelegt ist. Hier ist wieder unsere Übersicht der zentralen XML-Spezifikation. XML-Schema nimmt eine wichtige Rolle hier dann ein. Wenn Sie Details nachlesen wollen, dann brauchen Sie dieses Dokument, XML-Schema. Part 1 Structures. Hier wird beschrieben, wie man Inhaltsmodelle baut. Und XML-Schema Part 2 Data Types beschreibt, wie Sie neue Datentypen bauen können. Eine gut lesbare und sinnvolle Einführung ist XML-Schema Part 0. Für diese Vorlesung reicht es eigentlich aus, nur sich mit diesem zu beschäftigen. Es ist ein nicht normatives Dokument, was einen einfachen Einstieg in die Ideen von XML und XML-Schema bringt. Die Abkürzung XSD, die Sie manchmal sehen, steht für XML-Schema Definition Language. Mit SGML, also der Standard Generalized Markup Language, ist auch gleichzeitig eine Möglichkeit zur Definition von Dokumenten gekommen, nämlich die Document Type Definitions, DTDs, und die haben Sie auch schon kennengelernt. XML-Schema ist quasi ein Nachfolgeprodukt dazu. XML-Schema repariert verschiedene Dinge, die bei DTDs nicht so gut waren, und insbesondere ist XML-Schema in XML selbst geschrieben. Das heißt, Sie haben ein XML-Dokument als Instanzdokument, aber Sie haben genauso ein XML-Dokument als Schema-Dokument. Während sich DTDs quasi wie Regeln lesen, ich gehe mal auf eine solche Regel. Eine Person besteht aus einem Vornamen, gefolgt von einem Nachnamen, gefolgt von mehreren Berufen. Geschieht die Beschreibung in XML-Schema anders. Möchte man mit einer Sprache wie XML Regeln beschreiben, dann geschieht es durch Schachtelung, wie in jeder objektorientierten Sprache, in der Sie Dinge schachteln, um die Zugehörigkeit anzuzeigen. Diese unterschiedliche Schreibweise, Regeln hier versus Schachteln, hier ist vielleicht am Anfang etwas verwirrend und deswegen stelle ich diese beiden Mechanismen mal hier gegenüber. Die Regel für das Wurzelelement Person ist gleichzeitig die äußerste Schachtelung im XML-Schema. Die anderen Beschreibungen, die die rechte Seite von Person oben in der Regel auflösen, folgen als Regeln in der DTD hier drunter. Im XML-Schema sind sie beschachtelt. Im Inneren des Personenelements. Ein XML-Schema
dient jetzt genau zwei Dingen. Es sagt, welche Elemente sind in einem Instanzdokument erlaubt und wie sind sie aufgebaut. Das ist hier beschrieben. Weiterhin führt es Datentypen ein, die man vielleicht braucht. Der Personentyp ist eine Folge, eine Sequenz von Vorname, Nachname, Berufen und das geschieht hier. Die Datentypdefinition wird mit ComplexType eingeleitet. Diese beiden Dinge, die Definition neuer Datentypen und die Deklaration von Elementtypen, die erlaubt sind, die verwechselt man schnell. Ich habe es hier deswegen extra explizit hingeschrieben und komme darauf immer wieder im Laufe der nächsten Folien zurück. Schauen wir nochmal auf das Schema-Dokument hier. Hier wird deklariert, dass in Instanzdokumenten Person verwendet werden darf und Person einen Aufbau hat, wie er hier beschrieben ist. Der Befehl dafür, für diese Deklaration, der heißt Element. Das Wort Element muss qualifiziert werden und entfaltet seine Semantik für den Parser, wenn diese URL zur Qualifikation genommen wird. Ein Parser, der dieses Schema-Dokument liest, weiß jetzt, dass mit dem XS-Element, wobei XS die URL ist, diesen Namespace angibt, dass hier beschrieben wird, wie ein Elementtyp Person nun verwendet werden kann. Sehen Sie hier weiterhin, dass XS-Element einmal ohne einen Typ, der hierhin käme, beschrieben wird, weil der Typ nachfolgend erst eingeführt wird, nämlich hier. XS-Element kann aber auch mit Angabe eines Typs verwendet werden, wenn der Typ nämlich schon vorhanden ist. Der Vorname ist vom Typ String und der ist schon eingebaut in XML-Schema vorhanden. Das, was ich hier beschreibe, ist hier nochmal detailliert ausgeführt und verlinkt. XML-Schema wurde entwickelt, weil die Document Type Definitions eine Reihe von Schwächen hatten, die sich mit der Zeit immer mehr herauskristallisierten. Es gibt nur wenige Datentypen, das Typsystem ist nicht erweiterbar, die Syntax nicht XML-konform, keine Unterstützung von Namensräumen und so weiter. XML-Schema ermöglicht das. Es beseitigt die Schwächen der DTDs. Es ist eine komplexe Constraint-Beschreibungssprache, also Sie können hier mit Bedingungen für jede Art von Inhalt sehr sorgfältig formulieren und damit ist XML-Schema auch sehr gut geeignet, den Herausforderungen des Semantic Web bezüglich der Beschreibung von Inhalten entgegenzukommen. Besonders wenn es um den Austausch komplexer Datentypen geht, spielt XML-Schema seine Vorteile gegenüber DTDs aus. XML-Schemata sind XML-Dokumente und folglich auch so aufgebaut. Es gibt einen Prolog, der sagt die XML-Version an und danach folgt ein Body und dieser Body enthält ein ganz bestimmtes Wurzelelement, nämlich Schema. Die direkten Hint-Elemente von Schema, die werden als global bezeichnet. Diese Elemente können später die Wurzelelemente von Instanzdokumenten sein. Ich beschreibe nun, wie ein XML-Schema mit einem Instanzdokument verknüpft wird, sodass man zum Beispiel überprüfen kann, ob das Instanzdokument schemakonform ist.
Wir stellen uns vor, dass wir, wie das hier beschriebene Personenelement in einem Schema definiert haben. Das kann man sich auch als Baum vorstellen. Und es geht jetzt darum, ein Instanzdokument, das eine bestimmte Person beschreibt, zum Beispiel dieses, zu überprüfen, ob das mit einem Schema verknüpft ist und ob es schemakonform ist. Hier sehen Sie ein konkretes Schema. Aus Platzgründen sind die inneren Teile jetzt ausgeblendet. Das Wurzelelement heißt Schema. Und es gibt einen Namespace, der anzeigt, wo das Vokabular herstammt. Das heißt, mit diesem Namespace und dem vereinbarten Qualifier XS, der jetzt hier überall vorsteht, weiß der Parser, dass das Vokabular, was hier verwendet wird, nämlich dieses, aus diesem Namespace stammt und deswegen eine ganz bestimmte Semantik hat. Zum Beispiel die Semantik von Element hier ist die Semantik, dass dieses Personenelement hier jetzt definiert wird, deklariert wird, dass es verwendet werden kann in Instanzdokumenten. Dieses hier eingeführte Element Person für zukünftige Instanzdokumente hat auch einen Target Namespace zugeordnet bekommen. Dieser Target Namespace macht die Person ununterscheidbar von anderen Personen. Und wenn man dieses Schema verwenden möchte, muss man sich auch auf diesen Target Namespace beziehen. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben hier oben in dem Schema zwei Arten von Namensräumen. Ein Namensraum hier, der beschreibt, wozu die Elemente und Datentypen, die im Schema verwendet werden, gehören. Das sogenannte XSD-Vokabular. Ein zweiten Namensraum, den sogenannten Zielnamensraum, der für die hier definierten Elemente vorgeschrieben ist, der muss angegeben werden, wenn man jetzt ein Instanzdokument mit diesem Wurzelelement Person baut. Des Weiteren sehen Sie hier nochmal eine Wiederholung des Prinzips, dass man hier die Wurzel für Instanzdokumente deklariert und eventuell neue Datentypen einführt. Ich habe das meiste Detail- und Hintergrundwissen, was Sie noch brauchen, um Schemata zu bauen, auf den Bemerkungsfolien notiert. Es macht Sinn, auch in die verlinkten Dokumente zu schauen, aber ich habe versucht, das so vollständig wie möglich zu machen. Sie müssten ziemlich gut mit diesem Skript durchkommen. Wichtig nochmal zur Wiederholung. Alle im Schema global notierten Elemente und Attribute sind dem Zielnamensraum zugeordnet. Global sind die direkten, das heißt nicht tiefer geschachtelt liegenden Kindelemente von Schema. Das Target Namespace Attribut, also die Zuordnung eines Zielnamensraums, ist optional. Beachten Sie aber, dass es sehr sinnvoll ist, so etwas zu tun, wenn Sie ein Vokabular benutzen, was ganz typische Worte des Alltags hat. Personen, Namen, Orte und so weiter. Tatsächlich kann mit jedem Schema durch die beliebige Wahl eines Target Namespaces ein Vokabular
entwickelt werden mit einer komplett eigenen Semantik. Das ist eine wesentliche Voraussetzung, um das Semantic Web umzusetzen. Hier sehen wir ein Instanzdokument, also ein Dokument, in dem eine Person, so wie hier unten, konkret beschrieben wird. In diesem Instanzdokument gibt es auch ein spezielles Wort aus einem speziellen Vokabular, nämlich Schema Location. Damit dieses Wort richtig interpretiert wird, muss es dem passenden Namespace zugeordnet sein. Das geschieht durch den Qualifier XSI hier. Schema Location ist das einzige Spezialwort aus dem XSD-Vokabular. Schema Location gibt den Namensraum an, zu dem Person gehört. Diese Zuordnung macht natürlich nur Sinn, wenn im Schema tatsächlich auch ein Target Namespace vorgesehen ist. Hier ist das Schema. Auf oberster Ebene wird Person eingeführt und den Target Namespace vereinbart. Hier ist die Instanz, die verwendet Person und die bezieht sich auf diesen Namespace. Das zweite Argument von Schema Location gibt an, wo die Datei mit dem Schema liegt. Hier unten habe ich nochmal alles für Sie aufgeschrieben. Hier sehen Sie den Bearbeitungsprozess im Überblick. Sie starten mit einem Instanzdokument. Weiterhin gibt es ein Schemadokument. Das Schemadokument und das Instanzdokument werden verglichen. Der Parser analysiert diese beiden zusammen. In einem nächsten Schritt kann ein Stylesheet eingesetzt werden und mithilfe des XSLT-Prozessors in ein neues XML-Instanzdokument umgeformt werden. Wenn Sie diesen Prozess vergleichen mit dem von HTML, sehen Sie, das ist recht ähnlich. Der wichtigste Unterschied ist, dass Sie bei einem HTML-Dokument keine eigene neue Dokumentstruktur vereinbaren können. Das Dokument, das HTML-Dokument, muss immer den gleichen Aufbau haben. Ein XML-Dokument heißt gültig hinsichtlich eines Schemas oder schemakonform, wenn es erstens über ein Schema verfügt und zweitens entsprechend den dort formulierten Constraints aufgebaut ist. Das zu validierende Dokument wird als Instanzdokument bezeichnet. Weil jedes XML-Schema auch ein XML-Dokument ist, wird es möglich, jedes Schema wiederum durch ein anderes Schema, ein sogenanntes Metaschema, zu beschreiben und zu validieren. Schemata können also mit denselben Werkzeugen analysiert und verarbeitet werden wie Instanzdokumente. Auch für Metaschemata können wiederum neue Schemata angegeben werden. Man könnte quasi eine unendliche Reihe zur Validierung notwendiger Schemata bauen. Ich habe verschiedene Online-Services und Werkzeuge zum Arbeiten mit Schemata hier verlinkt. Eines werde ich mal jetzt direkt vorführen, den Freeformatter. Hier kann ich ein Instanzdokument eingeben. Ich mache das mal, das ist unser
Personenbeispiel mit Alan Turing. Ich kann das Schema dazu eingeben, wie ihr das, was wir eben gesehen haben, und eine Validierung anfordern und dann feststellen, dass unser Instanzdokument valide ist. Wir haben jetzt die grundlegenden Mechanismen und Prinzipien kennengelernt, um mit XML-Schemata zu arbeiten. Ich fasse das nochmal zusammen. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Inhaltsmodell, das sind die Constraints, die wir für unsere Daten uns vorstellen. Zum Beispiel bei einer Person stellen wir uns vor, dass sie einen Vornamen und einen Nachnamen hat und vielleicht mehrere Berufe. Dieses Inhaltsmodell wird durch einen Elementtyp implementiert. Der Elementtyp heißt hier Person. Ein Elementtyp wiederum ist von einem bestimmten Datentyp. Teilweise müssen wir diese Datentypen neu definieren, teilweise sind sie schon da. Zum Beispiel der Datentyp String für Vorname ist schon eingebaut. Die Aufgaben bei dem Entwurf sind also die Definition neuer Datentypen, sofern wir neue brauchen, und die Deklaration unserer erlaubten Elementtypen, ihrer Schachtelung und ihren Namen. Bei der Definition neuer Datentypen gibt es zwei grundsätzliche Ansätze. Wir nennen sie hier Entwurfsmuster. Einmal das Entwurfsmuster auf Basis von anonymen, einmal das Entwurfsmuster auf Basis von benannten Datentypen. Hier sehen Sie die beiden Entwurfsmuster gegenübergestellt. Das erste Entwurfsmuster deklariert ein Element mit einem bestimmten Namen, hier würde Person stehen. Und wenn keine Typdefinition vorhanden ist, wird die jetzt hier zwischen dem öffnen und schließenden Tag von Element definiert. Das zweite Entwurfsmuster ist entsprechend einfacher, weil wir hier direkt einen Typ verwenden, der schon da ist. Sie sehen, dass hier hinten steht dann Type und dann die Typangabe. Das ist der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Entwurfsmustern. Im oberen definiere ich den Typ mit, ad hoc quasi. Im unteren habe ich den Datentyp schon entweder eingebaut oder an anderer Stelle definiert. Für die Definition von Datentypen steht das Wort Complex Type zur Verfügung. Dieses Schlüsselwort ist auch in unserem Eingangsbeispiel schon aufgetaucht. Vielleicht erinnern Sie sich. Bei der Deklaration von Person konnten wir nicht auf einen Personendatentyp zurückgreifen und führen ihn deshalb hier ad hoc inline ein. Das Entwurfsmuster 2, den Rückgriff auf einen Datentyp, nämlich hier String, das sehen Sie hier. Wenn Sie einen neuen komplexen Typ definieren, dann können Sie das anonym machen oder Sie können das benannt machen. Der Vorteil der Benennung ist, dass Sie diesen Datentyp an anderen Stellen wiederverwenden können. Ein anonymer Datentyp hingegen ist sinnvoll, wenn ein Datentyp nur einmal benutzt wird und der Overhead der Benennung gespart werden soll. Abschließend nochmal zur Wiederholung. Unterscheiden Sie sorgfältig zwischen der Definition von Datentypen und der Deklaration von Elementtypen. Das Erstgenannte legt den Aufbau und Wertenbereich eines neuen Datentyps fest. Das Zweitgenannte beschreibt die erlaubten Elementinstanzen und dient zur Festlegung
eines Inhaltsmodells. In dieser Grafik habe ich die wesentlichen Konzepte und Schritte zusammengefasst. Ein Inhaltsmodell wird implementiert durch einen Elementtyp. Ein Elementtyp ist von einem bestimmten Datentyp und der kann weitere Elementtypen beinhalten. Ein Elementtyp benötigt Attribute, die sind vielleicht auch wieder von einem einfachen Datentyp. Es gibt gar nicht so viele grundsätzlich verschiedene Inhaltsmodelle. Wir unterscheiden die folgenden. Ein Inhaltsmodell mit einfachem Inhalt, wenn quasi keine Struktur vorgegeben ist. Ein Inhaltsmodell mit expliziten Kindelementen. Bei Person war das zum Beispiel der Fall. Person hat die Kindelemente Vorname, Nachname und so weiter. Den gemischten Inhalt, das heißt eine Schachtelung und unstrukturierten Text, beliebigen Inhalt und keinen Inhalt. In folgenden Folien sind Beispiele hierfür gegeben. Ich gehe da relativ zügig drüber. Es macht Sinn, das sich nochmal anzuschauen, wenn in den Übungen entsprechende Aufgaben kommen. Inhaltsmodelle für einfachen Inhalt. Als Beispiel angenommen, Sie möchten das Inhaltsmodell für einen Vornamen machen und das dann so verwenden, wie hier skizziert. Dann würden Sie zum Beispiel festlegen, dass ein Vorname vom Typ String ist, mit dem Vornamen Element eingeleitet bzw. geklammert werden soll, dass es mindestens einen Vornamen gibt und höchstens drei. In der allgemeinen, noch einfacheren Form sieht es so aus. Sie legen den Namen fest, Vorname und den Datentyp hierfür. Neben Min-Occurs und Max-Occurs, die wir im Beispiel verwendet haben, um die Anzahl der zulässigen Vornamen einzuschränken, gibt es noch weitere Attribute, um das Inhaltsmodell weiter zu spezifizieren. Hier ist ein Beispiel für das Inhaltsmodell von Typ B, explizite Kindelemente. Wir deklarieren hier den Typ Person und dort gibt es die Kindelemente Name und Vorname und es wird festgelegt, dass es sich um eine Sequenz, also eine Reihenfolge halten soll. Selbstverständlich gibt es alternativ zu Sequence weitere Möglichkeiten, um die Reihenfolge des Vorkommens und die Häufigkeit der Kindelemente anzugeben. Einen Überblick über das gesamte Vokabular habe ich auf den vorhergehenden Folien schon verlinkt. Nicht nur für die Elemente, sondern auch für die Attribute eines XML-Dokumentes können in einem XML-Schema Angaben gemacht werden. Ich habe hier verschiedene Beispiele Ihnen gezeigt, auf den Folien, wo Attribute beschrieben werden und Eigenschaften von Attributen festgelegt sind. Entsprechende Details und Hinweise, wie das geschieht, können Sie hier nachlesen. Der zweite Teil von XML-Schema ist den Datentypen gewidmet. Wir werden das nicht zu stark vertiefen. Ich gebe Ihnen hier einen ersten Einstieg. Grundsätzlich unterscheidet man ganz unabhängig von XML-Schema primitive Datentypen, die sich nicht auf Basis anderer Datentypen ableiten lassen, sozusagen die atomar sind. Der Gegensatz sind abgeleitete Datentypen. Und man unterscheidet vordefinierte Datentypen, Built-in Data Types. Gegensatz sind anwenderspezifische Datentypen. Es gibt zwei Schemaelemente zur Definition anwenderspezifischer Datentypen. Simple Type und Complex Type.
sehen Sie hier noch eine Übersicht der Built-in-Datentypen. Es folgt nun ein etwas größeres Beispiel, das beschreibt, wie man Schemata für eine bestimmte Klasse von Instanzdokumenten bauen kann. Dieses Beispiel ist von Eric van der Vlist kopiert. Er hat es 2001 vorgestellt, ist danach noch weiter ergänzt und erweitert worden. Ich werde das Beispiel hier auf den Folien in seinen wichtigsten Aspekten durcharbeiten. Die Instanzdokumente hier beschreiben bestimmte Place oder Character Studies. Die haben einen Titel, einen Autor dafür und Charaktere, die dabei mitspielen. Und diese Charaktere wiederum haben Namen, sind befreundet mit jemand und bringen bestimmte Qualifikationen mit. In einer DDD würde das vielleicht so aussehen. Wir hätten ein Buch mit Titel, Autor und Charakteren. Die Charaktere wiederum sind in den Regeln, wie hier beschrieben, definiert. Und was wir jetzt vorhaben, ist anstatt einer DDD ein Schema hierfür zu bauen. In einem ersten Schritt illustriere ich mir hierfür erstmal, wie die Source eines Instanzdokumentes aufgebaut ist. Ganz außen, also das Book und geschachtelt da drin die Characters. Natürlich auch Title und Author. Die hier gezeigten Elementtypen, also Book, Title, Author, Character, sind im Schema zu deklarieren. Book zum Beispiel ist ein Complex-Type mit einer Sequenz von Titel und so weiter. Oder ein Character ist ein Complex-Type, der keinmal auftauchen muss und beliebig oft auftauchen darf und eine Folge von Name, Qualifikation und so weiter ist. Sie sehen jetzt die Deklaration der Elementtypen hier isoliert untereinander geschrieben und im sogenannten Russian Doll Design steckt man die einfach miteinander. Außenrum das Book, dann eine Sequenz von Title, Author und dann die Characters. Das bei diesem Entwurfsmuster entstehende XML-Schema ist eng an das Instanzdokument angelehnt. Die Elementtypen werden entsprechend ihrer Verwendung im Instanzdokument einfach deklariert. Der Nachteil ist, es können tief geschachtelte Schemata entstehen. Sie sind schwer zu verstehen und zu pflegen. Das Entwurfsmuster 1b, Verweise auf globale Deklarationen, verhindert die tiefe Schachtelung, arbeitet aber auch noch ohne Datentypen. Ich überspringe das jetzt hier in der Darstellung und gehe direkt zum Entwurfsmuster 2. Schauen wir nochmal auf die XML-Source des Instanzdokumentes. Wir brauchen einen Titel, wir brauchen einen Autor, wir brauchen einen Character. Die Characters wiederum haben Namen, Friends of und Since Kind-Elemente.
Beim Entwurfsmuster 2 werden für jeden dieser Elementtypen benannte Datentypen eingeführt. So haben wir Datentyp für den Namen, den nennen wir NameType, einfach kanonisch mal. Und Datentyp für Sins, SinsType, QualificationType, ISBNType. Weiter geht es mit dem Datentyp für Character, CharacterType, der wiederum jetzt schon die Datentypen, die wir vorab eingeführt haben, nämlich NameType und QualificationType, benutzt. Und schließlich BookType. Das ganze Buch besteht also aus einer Sequenz von Titel, Autor und Character. Und Character wiederum ist ein CharacterType. Das heißt, Sie sehen hier das ganze Schema für BookType, das dann wiederum zurückgreift auf die Datentypen, die woanders definiert worden sind. Abschließend zum Schema habe ich noch mal ein Beispiel für Sie hier aufgeschrieben. Es geht um die Unterscheidung zwischen anonymen und benannten Datentyp. Soll ein bestimmtes Auto erklärt werden, deklariert werden, Bondcar, und ich kann ad hoc den Typ hier einführen. Ich kann aber auch erstmal einen Datentyp Automobil bauen und den dann nachher verwenden. Sie sehen auf dieser Folie also nochmal ganz kompakt den Unterschied zwischen Inline Definition von Datentypen und Einführung von Datentypen und dann Verwendung dieses Datentyps. Wie immer habe ich am Ende dieser Unit die besten Quellen zum Nachlernen und Nachschlagen gelistet. Das sind zum einen die drei W3C-Dokumente, den Primer, und Part 1 und Part 2 von XML-Schema und andere Tutorials, die ich als besonders nützlich empfunden habe.